Berlin. Wir haben einen neuen Koffer, habt ihr vielleicht auch in der Story schon gesehen oder in den Shorts. Die Lufthansa Live Collection in Schwarz haben wir mitgenommen und wir haben eine interessante Erfahrung gemacht, gleich zu Beginn, aber das erzählen wir euch während des Videos. Es kommt auch noch am Ende des Videos ein Gewinnspiel, also bleibt dran. Ja, schwere Entscheidung, würde ich sagen, für mich, weil limitiert, blau glänzend, sieht toll aus und schwarz, matt, aber nicht limitiert. Aber ich bleibe beim klassischen Schwarz irgendwie, das gefällt mir mehr. Alles klar, dann kannst du ihn gerne nehmen. Von unserer Seite möchte ich nur sagen, dass wir auch hier keine Vorgaben geben. Also ihr könnt jetzt die Koffer nach eurem Lieben testen und auch gerne ehrlich sein. Das werden wir auf jeden Fall tun. Sind wir ja schon bei dem Aluminium Cabin gewesen und der war top. Der ist immer noch top, den haben wir immer noch in Benutzung und das wird er sicherlich auch sein. Gespannt. Ja, zuallererst, im Reel habe ich es ja gesagt, in Kürze kommt das YouTube-Video und in Kürze, da waren dann 2 Monate dazwischen. Es liegt einfach daran, wie Stefan gerade gesagt hat, dass der kaputt gegangen ist. Nicht kaputt gegangen, aber es war ein Loch. Ja. Also, alles gut am Ende, aber es hat länger gedauert als gedacht, das Review. Aber das fand ich ganz gut, dass es passiert ist, denn das zeigt wenigstens, dass nicht immer alles glatt läuft, wie geschmiert oder generell, dass alles so super ist. Erstmal von vorne, würde ich sagen. Also wir haben, wie gesagt, den Lufthansa Live Collection Koffer hier. Wir hatten ja als Cabin-Variante ja schon den Aluminium für die Cabin-Variante. Und das ist jetzt letztendlich der L, oder? Das ist L-Variante. Also das ist die L, ja. 5,3 Kilo und 100 Liter, das weiß ich noch. Die anderen technischen Daten blenden wir euch mal ein. Ja, sind wir hiervon begeistert. Man muss sagen, wie gesagt, einerseits auf der Reise ist er kaputt gegangen. Auf der anderen Seite, er hat ja innen einmal den Reißverschluss und einmal diesen verstellbaren Divider. Ist also der Koffer von innen. Wunderbar. Also das kennen wir schon aus unserem Aluminium-Koffer. Und auch das sehr praktische Packsystem. Finde ich gut, aber das ist neu, das kenne ich nicht. Okay. Ja, das ist etwas unglücklich vielleicht uns passiert, aber die Schnallen sind bereits kaputt gegangen bei uns, weil, warum weiß ich nicht. Ich bin drauf getreten. Ja. Wenn er am Boden liegt in dem kleinen Zimmer in Hongkong und zack, einmal kurz dagegen mit dem Fuß gekommen und du läufst ja nicht mit Schuhen im Zimmer rum, sondern barfuß. Beides schon kaputt, da können wir also nicht mehr so richtig spannen, die beiden. Müssen wir also auch noch austauschen. Ja, ansonsten, schön fand ich, dass er so leicht ist und dass er hier bis an die Enden ja fast schon quadratisch ist, also abgerundete Ecken, will ich es mal sagen. Dann passt nämlich mehr hinein in den Koffer. Also du kannst mehr in die Ecken gehen, das fand ich ziemlich gut. Im Gegensatz zu dem anderen, den wir haben, da waren die Ecken runder und damit hat er nicht so viel in die Ecke gepasst vom Stauraum her. Und wir sind ja hier jetzt mit 3 Koffern und 90 Kilo angemessen. Also das mit den Ecken, das finde ich ganz gut für jemanden, der sehr gern organisiert und perfektioniert, der hat mit runden Dingern nicht viel am Hut, würde ich mal sagen, weil dann kann man das nicht so gut sortieren. Und das kann man tatsächlich in diesem sehr gut. Man hat ja, gab es da auch diese Tüten dazu? Ja. Ja, ne? Da gibt es so kleine Stoffbeutel, sage ich jetzt mal. Da kann man seine Sachen entsprechend schon mal schön portioniert dann da reinpacken. Die passen dann perfekt in jeweils in eine Seite rein. Wer das mag, der kann das so tun. Das fand ich ganz schrecklich, als du das gemacht hast, weil irgendwie, wenn das richtig im Koffer drin ist, fand ich das besser. Aber egal. Ich muss noch was sagen zu dem hier. Also das fand ich auch etwas komisch. Wenn man das hier so zumacht, dann kriegt man das gar nicht richtig rein. Man muss tatsächlich hier hinter dem Lufthansa drücken und dann erst, dann klappt es, dass hier das im Schloss drin ist. Und dann gehen die rein. Den Trick habe ich erst mal rausfinden müssen. Ja, letztendlich ist es ja so, ja, wir haben gesagt, was schon kaputt gegangen ist in der kurzen Zeit. Wir haben es bei der Aluminium Collection schon gesagt, nach einem Jahr ungefähr im Reiseeinsatz kann man wirklich was dazu sagen. So jetzt nach 2 Monaten ist es vielleicht ein bisschen früh, da Lobeshymnen oder auch keine Lobeshymnen zu singen, denn viel mehr als sagen, was passiert ist, können wir nicht. Auch mehr als zu den technischen Daten kann man nicht mehr sagen. Ihr seht schon, wie er jetzt nach 2 Monaten ausschaut. Also ich würde fast sagen, es ist fast ein bisschen negativ geworden. Das wirkt aber vielleicht nur so. Ich finde es eigentlich, bin ich von diesem Koffer, ich will nicht sagen begeistert, aber er ist wesentlich besser, als wir die anderen schon hatten. Also mir gefällt er. Er rollt auch gut, muss man auch sagen. Das ist im Gegensatz zu anderen Koffern, die auch voll sind. Er war schon richtig voll und richtig schwer.
ist immer noch wunderbar mit den Rollen unterwegs gewesen. Also da muss ich sagen, das gefällt mir sehr. Ja, da hatten wir schon deutlich schlechtere Koffer, die nicht so gut gerollt sind. Und auch von dem, mit dem Reißverschluss, die Stabilität bisher ist gut gewesen, wenn man sagt, okay, die 32 Kilo waren da drin. Ja, wir hatten erst 40 drin und mussten dann noch einen Koffer nehmen, weil wir uns da ein bisschen verschätzt haben. Wirklich? Deswegen also 32. 32 ist wirklich viel und von daher, das hat er ganz gut überstanden und mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Ich denke, vieles wird sich auch noch mit der Zeit ergeben, aber es ist nur ein Koffer. Ja? Er muss einfach nur funktionieren und das tut er und er lässt sich leicht benutzen. Und jetzt spannen wir euch nicht weiter auf die Folter, ja. Denn es gibt auch die Amenity Kits wie damals bei der Aluminium Collection und wir haben 2 Stück davon für euch als Giveaway. Wir haben hier noch was für euch. Amenity Kits sollten euch nicht unbekannt sein, passend zu der Live Collection. Das ist jetzt die blaue Variante, Navy heißt das, glaube ich. Navy. Wir haben aber nicht die Navy-Variante für euch, sondern einmal in schwarz. Und grau auch noch. Also und schwarz und grau. Die Marketingfarben weiß ich jetzt nicht auswendig, wie die heißen. Genau, die gibt es als Hardcase, dann als Amenity-Variante. Das finde ich total cool. Und diesmal ist es auch nicht ganz so schwer oder auch so nicht so mit... So hoch, also man hat bei Aluminium immer das Gefühl, oh Gott, das muss ich einpacken, das ist ja so hochwertig, sonst kriege ich einen Kratzer drauf. Aber hier packe ich es jetzt nicht ein, das haue ich mir so in den Koffer mehr oder minder. Und dann ist okay, das Aluminium, da hätte ich dann schon, das sieht so schön aus. Das ist das große Problem. Und hier kann man wieder einpacken und mitnehmen und trotzdem sichern, verpacken. Ja, und wie könnt ihr dieses Giveaway, nenne ich es mal, jetzt bekommen? Ganz einfach, schreibt unten in YouTube die Meinung zu dem Koffer, schreibt uns irgendwas dazu und wir werden zufällig jemanden raussuchen bzw. den Zufall entscheiden lassen, welcher Kommentator dann eines oder die beiden Amenity Kits bekommt. Ja, ich glaube, also mir würde der gefallen, deswegen haben wir auch einen für uns letztendlich behalten, beziehungsweise einer war für uns, 2 für euch und ich denke, ihr werdet auf jeden Fall Spaß damit haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden auch noch Spaß mit dem großen Koffer haben. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren nochmal schreiben, was ihr von diesem Koffer haltet. Habt ihr diesen Koffer auch? Gerne eure Meinung und eure Erfahrung auch in die Kommentare. Ich denke, Miles & More wird da mitlesen und entsprechend kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut, tschüss.